gibt einen Wechsel, aber nicht den, wie Obama gesagt hat. Yes, we can change. Ja, wir können wechseln. Wir können es ändern. Und mit der Kraft, die da ist, die jetzt da ist, und wie auch Felix es erzählt hat, wie Mauro es erzählt hat, bitte ich jetzt Felix doch nochmal eine Übersetzung zu machen ins Deutsche. Bitte. Ja. Mein Versehen, ich habe das wohl in der Eile nicht übersetzt und daher erstmals. Also, kurz gefasst und versuchen diese Stichpunkte doch auch auf Deutsch verständlich zu machen. Mexiko hat sich verändert. Mexiko befindet sich unter einer neuen Regierung seit über einem Jahr und zwar unter Andrés Manuel López Obrador, der sich zum dritten Male kandidiert hatte und unter anderem einer Wahlfälschung unterzogen wurde, das erste und sogar das zweite Mal. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die neue Gegebenheit politisch in Mexiko klar ist. Die plutokratischen Regierungen sind jetzt oder sind bald Teil der Vergangenheit. Und zwar, weil Korruption nicht länger geduldet wird. Dieses hat im jetzigen Stand der Dinge einen offenen Angriff seitens der Regierung. Es ist so weit gegangen, dass eine ehemalige Ministerin, also Sekretaria, Ministerin auf Deutsch ungefähr, Rosario Robles, heute für ihre Taten als Sozialministerin sogar im Gefängnis sitzt. Ja, viele Änderungen sind auf dem Weg, viele Änderungen sind im Programm dieser jungen Regierung, unter anderem Volksentscheide zu machen, unter anderem ein revokatives Referendum durchzuführen nach 3 Jahren und auch einen ganz neuen Ausmaß an öffentlichen Dienstleistungen, wie es in dieser Art in Mexiko nie gegeben hat und nie gesehen wurde. In der Tat, die Austerität, eine wahre Austerität, nicht mehr die Ausgaben wie vorher, sondern jetzt wirklich auf das Mindeste reduziert. Das sieht man, das habe ich jetzt im Spanischen nicht gesagt, aber das kann man auch hinzufügen. Der Präsident fliegt nicht mehr mit einer institutionellen Maschine, er fliegt nur noch in kommerziellen Flügen. Er hat Teile des Autos verkauft, die der Präsidenz gehören. Er verkauft alles, was Überschuss, Luxus ist und hat den Gehalt vieler sich selbst auch so weit reduziert. Das ist ein Beispiel von Austerität, von gesinnungsmäßigen Ausgaben. Und weiter noch, es gibt hier natürlich viele Sachen. Der präsidentielle Sitz wurde inzwischen zum kulturellen Zentrum erklärt. Dass das Volk sich da frei bewegen kann, wo davor die Entscheidungen der Macht getroffen worden sind, ist eine Änderung ohne Gleichen. In der Tat, auch in der Außenpolitik sieht man es. Das sieht man in dem Maße, wo es die Gruppe Lima, die Lima-Gruppe, nicht mehr von Mexiko unterstützt wird. Dass Mexiko, Bolivien und Evo Morales ohne Wenn und Aber anerkannt hat, dass Mexiko Asyl zu äquatorianischen Verfolgten nimmt, unter anderem Patiño. Und es gibt hier so viele Ansätze, dass der neue Präsident von Argentinien, Fernandez, seine erste Dienstreise nach Mexiko macht, ist nicht ohne Aber. Das hat einen Grund, das ist vielleicht die neue Allianz Lateinamerikas, die im zustande gekommen ist in den letzten Monaten. Tatsächlich, keine IMF-Politik mehr, eine ausgeglichene Ausgabe und Medizin für das Volk. Gesundheit für das Volk, so viele Ansätze. Es ist so früh zu sagen, wie das enden wird. Viele Kritiker hat diese Regierung. Die Regierung hat Kritiker unter den Medien, Televisa, zu Grupo Salinas, diese
hat Kritiker auch unter Carlos Slim, unter anderem der war mal der reichste Mann der Welt und auch der reichste noch wie vor von Mexiko. Von den ehemaligen Parteien, die damals das Sagen hatten, alle haben es mit ihm abgesehen. Aber nach einem Jahr und ein paar Monaten ist der die Bewilligung, tut mir leid, hat das Wort jetzt nicht zur Hand, die positive Wahrnehmung von der Regierung ist bei 70% und mehr. Das über einem Jahr. Und das nach dem Vorfall von Culiacán, wo die neue Narkopolitik sich gespiegelt hat und gesehen hat, dieser Präsident will nicht mehr Waffen gegen das Volk anwenden. Es will nicht mehr den Krieg gegen die Narcos so führen, wie es geführt wurde. Und zwar mit den Kollateralschäden, mit den Toten. Das wird alles nicht mehr geführt. Wir sind im Umbruch einer neuen Wendung in einem der wichtigsten Länder Lateinamerikas. Und das ist schon mal eine Tatsache. Die soziale Politik, die Wahrheit über die 43 Studenten, die wird jetzt ausgegraben, die wird jetzt entwertet. Das wird jetzt rauskommen, wer dahinter steckte, wer dafür schuldig ist. Und dieser wird ins Gefängnis gehen. Und das ist eine Neuheit, weil zu viele Massaker in Mexiko geschehen sind, zu viel eingegraben wurde, zu viel Tote. Und das hat bald ein Ende. Das wird in dieser Regierung so nicht mehr passieren. Das ist schon mal ein Wechsel. Es kommt noch alles. Man muss geduldig sein. Aber eins ist klar. Mexiko hat sich nach drinnen und nach draußen verändert. Und das kann man schon mal bejubeln. Danke. Viva el cambio. Dankeschön. Muchas gracias.